Hallo zurück, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Hearts. Diesmal auch wieder mit einer vernünftigen Begrüßung. Ja, die letzte Folge, das war im Ursprung so nicht geplant, dass das eine oder dass es zwei Folgen werden. Nur die Speicherstände hier sind etwas spärlich, weshalb ich dann entsprechend die Folge dann aufgeteilt habe in zwei und so mit dann mittendrin geschnitten habe. Aber das sollte heute hoffentlich nicht der Fall sein. Wir sind hier bei Ariel in ihrer Unterwasserwelt gelandet, haben unsere Badesachen rausgeholt und ja, ich weiß gerade nicht, wo wir eigentlich jetzt genau hin müssen. Ich würde sagen, wir schwimmen einfach noch mal so ein bisschen rum. Wir sind ja eben aus Ariels Unterkunft. Ach, guck mal, hier ist auch noch so ein Delfin. Okay. Nein, die Muschel wollte ich gar nicht töten. Also, nicht töten, aber. In Ariels Unterkunft, in ihrem Versteck, da waren ja diese beiden Muränen, die man ja auch aus dem Film kennt, wenn man ihn denn gesehen hat, als Kind oder auch später vielleicht. Gibt ja viele Leute, die generell die Filme, also auch generell Disney-Filme, als Erwachsene auch gerne schauen. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht, vielleicht mögt ihr mal erzählen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir immer regelmäßig mal Mulan angucke, weil das so mein absoluter Lieblings-Disney-Film ist. Oh, 20 Punkte, Wahnsinn. Kann es sein, dass die größer werden oder sieht das nur so aus? Nein, nicht die Muschel. Ja, die werden größer, oder? Kann das sein? Eieiei. Es geht ja hier schon wieder gut los, ey. Ich wollte eigentlich nur zu dem Delfin und den mal mit dem mal irgendwo hinschwimmen oder gucken, ob der uns irgendwo hinführt. So, endlich. Wo ist denn der jetzt? Der schwamm doch hier irgendwo rum. Ach, wechselt der immer hier auch mal zwischendurch rum oder was? Zwischen den verschiedenen. Ach, warte mal, dann ist es ja eigentlich erst da interessant, wo wir nicht gegen die Strömung schwimmen können, ne? Oder ist der jetzt hier nach unten weitergegangen? Oh, Leute, das sind die Großen, die bringen, glaube ich, 20 Stück Punkte. Die Kleinen gehen ja. Ah, hier ist der Delfin. Ja? Hä, was hat er mir jetzt gegeben? Oh, sehr gut. Wo geht's hier denn eigentlich hin? Waren wir hier schon? Meeresströmung. Ich will eigentlich gar nicht so viel kämpfen hier ständig. Ich will eigentlich mal ein bisschen weiterkommen. So, genau, da unten, da will ich halt hin. Entgegen der Strömung. Kommt der Delfin hierher? Eben schwamm er doch hier unten. Wo ist er denn jetzt? Am besten bewegen wir uns nicht von hier weg, sonst locken wir direkt wieder neue Gegner her. Ist es echt so, dass der hier durch verschiedene Dinger schwimmt? Durch verschiedene. Da unten ist er. Los. Ah, ich habe ihn verpasst. Also ich kann ihn auf jeden Fall nicht steuern. Ah. Cool. Ach, cool. Hä? Aha. Wrack. Geilo. Haben wir hier einen Speicherpunkt? Donald muss mal geheilt werden, sehe ich gerade. Warte mal, wie sehen wir anderen? Die anderen sind soweit gut. Gib ihm mal ein Ether. Und
So. Genau, das ist ja mal ein bisschen. Hat er denn keine Items mehr? Hat er kein Ether mehr? Haben wir noch was? Ja. Das war auch irgendwo, ich glaube, als es um diesen riesigen Pufungi ging, um diesen rosanen oder grünen mit dem rosanen Helm, da hieß es nämlich auch, man soll Donald möglichst viel mit Ether aus. Aua. Aha, mein Fuß. Meine Fußstütze ganz blöd gekommen. Ich habe gerade keine Socken an. Genau, dass man den da irgendwie mit Ether ausstatten soll. Aha. Was ist das für ein Ding? Ich komme da nicht ran. Was ist er denn? Okay, ja, keine Ahnung, wir. Ist alles sehr seltsam gerade hier. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, was da sein soll. Ah, wir können hier rein, das ist schon mal gut. Ah. Oh. Ah, eine Kiste. Hä? Ein Hai. Ah. Diese Form habe ich schon mal gesehen. Ja, bei Ariel. Meereskristalle halten. Bei Ariel in der Höhle. Oder in ihrem Versteck, besser gesagt. Ja? Wrack verlassen. Ha, da ist noch eine Kiste. Mithrilerz, die kriegen wir jetzt aber hier zuhauf, ne? Oh, da ist so eine kleine Truhe. Ether. Ach, das ist doch sehr gut. Den haben wir den Donald ja eh gerade gegeben. Ist hier noch eine Kiste? Nee. Doch, da ist noch was. Was ist da denn noch? Ach, hier ist auch noch. Hast du nicht gesehen? Aha. Noch mehr? Nee, nur die Kiste. Nee, da sind war's das. Gut, dann können wir hier unten, wie es aussieht, anscheinend wieder raus. Oder? Nee. Ach, hier ist. Ah, noch eine Muschel. Mithril erhalten. Wir haben sonst meistens nur Mithril-Erz, aber Mithril alleine haben wir seltener bekommen, ne? So, wo kann ich jetzt das Wrack verlassen? Ach, hier. Wow, ist hier jetzt los? Hä? Wow! Hi! Punkte. Na los, hau ihn. Ah. Oh, der lässt uns noch einen Ether übrig. Und hier liegt auch noch was. Oder schwebt was. Oh Mann, ich will wissen, was da unten ist. Magie. Das bringt ja nichts. Eisra ist ja auch Quatsch, oder? Ich meine, ich kann es mal versuchen, aber. Nee, ich vergeude hier nur meine Energie. Okay, das heißt, hier müssen wir nochmal wieder hin. Bedeutet das, wir kommen jetzt hier nur mit der Strömung überhaupt wieder. Also, wenn wir mit dem Delfin hier hinkommen. Das ist ja doof. Haben wir hier irgendwas vergessen?
mich nochmal hier ein bisschen genauer umgucken. Unten. Da unten ist auch noch, da kann man auch noch rein. Ha, da ist auch noch eine Truhe. Elixier. Naja, gut. Ist doch auch schön. Ich mag die Musik irgendwie total. Okay, ich glaube, wir können aber jetzt hier erstmal nichts groß weitermachen. Das heißt, wir werden erstmal wieder zurückgehen. Meeresströmung. Andere Ausgänge gab es hier nicht, gell? Doch, da unten. Haha. Meeresgebirge. Oder was stand da? Oh. Aha. Ach, Moment. Das grelle Licht. Mal aus der Nähe betrachten. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Nö. Also, ich gehe erstmal hier weiter, wo auch immer es hinführt. Okay. Wie, jetzt ist hier nur dieses Licht? Oh, huch. Okay, alles klar. Ach, wir sind bei Ariel, glaube ich. Wir sind bei der... Jawohl. Ach, sehr gut. Oh, kann man die öffnen? Ori-Halkon erhalten. Ach, schön. Das wird ja hier immer besser. Ah, natürlich. Nee. Nee, komm rein hier. Wir kämpfen jetzt nicht. So, wir haben doch hier dieses Symbol. Der Fabius, der guckt auch immer noch so dämlich. Ah. Ich musste gar nichts machen. Beide gucken ganz gebannt, oder alle fünf gucken ganz gebannt wahrscheinlich. Du hast wieder nicht gehorcht. Oh nein. Junger Mann. But you have violated this principle. The key bearer shatters peace and brings ruin. Oh, Sora's not like that. I thank you for saving my daughter, but there is no room in my ocean for you or your key. Will er uns jetzt Hausverbot erteilen oder wie dürfen wir das verstehen? My, my. The poor child suffers such deep sorrow. What a pity. If only there was something we could do. Wait, maybe she can be of some help. Yes, maybe she can be of some help to you. Who are you talking about? Oh, she would surely help you. She'd make all your dreams come true. Ursula can help. You cold, my dear? You're Ursula. Well, I was just wondering if... You
It's all right. Helping others is what I live for. Let me guess. You wish to see other worlds. That shouldn't be too hard. After all, your new friends came from another world. What? But they had special help. That mysterious key. Now, now, cheer up, sweetie. You have something special, too. Huh? Now listen carefully. Sure. Fabius, den ist doch alles egal. Achso, wo ist Ariel? Ich würde sie ja suchen, aber ich habe irgendwie Angst. Ja. Witzbold. Das ist jetzt der Einzige, den man irgendwie noch ansprechen kann. Immerhin, der Vater hat jetzt hier nicht alles zerstört. In der echten... Also im Film war das ja so, dass er hier ihre ganze Bude hier auseinandergenommen hat. Ist jetzt hier nicht der Fall, was ja auch gut ist. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal wieder raus hier, ne? Ich glaube, hier haben wir jetzt erstmal soweit alles gesehen. Das mit dem Dreizack da war ja ein kurzes Vergnügen. Und hier sind direkt neue Gegner, die natürlich noch von vorhin waren, weil wir die ja nicht getötet haben. Noch ein bisschen Kohle einsammeln hier. Ich meine, das Geld ist hier bei dem jetzt so ein bisschen... Ah, geht so. Kann ich jetzt hier eigentlich rein? Ach, cool. Ach, das ist ja gut. Dann haben wir direkt einen Zugang hier durch zum Wrack. Ist jetzt nicht so, dass das hier uns sonderlich viel bringt, aber... Kann ja sein, dass... Ich meine, hier ist ja irgendwas, ist da ja noch. Oh, ja. Vor allen Dingen Gegner. Ich muss gleich mal gucken, wie viele Punkte wir noch brauchen. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Strömung zurück. Wo ist denn hier der Gegner? Ach, da. Ist hier noch einer? Ja, kein Bock jetzt gerade auf dich. Wir verschwinden. So, direkt mal wieder hier hin. Meeresströmung. Nein, da wollte ich nicht rein. Ich wollte eigentlich erstmal wieder zur Muschel. Dass wir mal speichern. Weil das ist ja leider aktuell immer noch der einzige Punkt, an dem wir überhaupt speichern können. Das war hier lang, ne? Genau. Ach, sehr gut. Ich hatte jetzt gerade befürchtet, dass hier wieder irgendeine Sequenz kommt. So, speichern. Sehr schön. Yes. Ich glaube, ich sag immer das Gleiche, wenn ich speichere. Immer dieses Yes. Oh, gerade eben war bei der Zeit 35, 35, 35. Ich habe es gerade zufällig gesehen. So. 1317, 1555, 907. Ja, wir brauchen alle nicht mehr so viel neue Sachen. Wir sind auf jeden Fall alle voll fit. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, wir sollten uns mal in die Strömung, beziehungsweise hier... Und dann hier rechts rein, ne? Genau, hier geht's ja zum Palast irgendwie auch hin. Jo, direkt mal weiter. Och nee,
Das ist ja wieder nur diese, um den Großen daraus zu... Hatten wir die schon? Ja, die hatten wir schon, die Muschel. Um den großen Profungi oder diesen großen Fungi da. Ich habe jetzt keinen Bock, meine Magie dazu. Hä? Hä, waren wir hier schon? Wo sind wir denn jetzt gerade? Der, ah, jetzt checke ich das gerade erst. Der hat der Große, wenn man den zerplatzen lässt, dann formen sich aus dem mehrere kleine. Ah doch, hier waren wir aber schon mal. Es ist jetzt hier ein Dings weiter. Ah nee, hä? Bin ich jetzt falsch abgebogen? Hier rein. Ah. Oh oh. Ich glaube, dass die Ursula noch weniger willkommen ist als wir im Palast. Also wir haben ja schon eigentlich Ozeanverbot bekommen. Ich glaube, sie hat mindestens mal Palastverbot. Weil sie kann ja nicht in anderen Welten überleben. Weil sie ist ja ein Wasser... Lebewesen. Im Gegensatz zu uns. Alle auf den, ey. Sehr gut. Macht sie fertig. Gut, alle geschafft. Mal kurz nur 641. Donald und ich, wir brauchen noch am meisten. Gut, Donald noch am meisten. Goofy ist der Nächste, der das nächste Level aufsteigt. Oh, was ist das denn? Was ist das denn für ein Viech? Das sieht ja witzig, also cool aus. Unten kleben von den anderen noch welche dran. Den habe ich jetzt so viel gekriegt, vor allem voll viel Geld. Moment, den muss ich jetzt immer einsammeln hier, die Taler. Ja. Oh, hier ist irgendwas runtergefallen. Halt, das brauche ich. Eisgarring. Ach, cool. Von diesen Ringen habe ich noch nicht gehört, aber... den haben wir auch definitiv noch nicht. Da können wir gleich nochmal schnell, wenn hier alle besiegt sind, im Menü nochmal uns vielleicht ein bisschen anders ausstatten. Weil, ich sage mal, eine sinnvolle Kombination von diesen tragbaren Items, wo ja der Eisgarring auch zugehört, bringt uns ja teilweise Vorteile im Kampf, ne? So, das machen wir gerade mal. Ausrüstung. Feuerring, Feuerring. So, ich guck mal, wenn ich jetzt die Gelande gegen den Abwehr 24. Wenn ich jetzt alle Ringe zusammentrage. Ich will das mal eben bei ihm hier. Feuer. Warte mal, ich muss mir mal eben die Kombination, die er jetzt hat, mal eben abfotografieren. Das ist schneller als aufzuschreiben. Wenn ich ihn jetzt mal komplett mit irgendwelchen Ringen... Also er hat jetzt den Feuerring, den Feuger. Eisra, Eisgar.
Machen wir noch den Eisgar. Und den gegen... Nee. LP60, das ist halt schon... Also den Archia-Reif, den lassen wir mal. Jetzt gucken wir hier nochmal, wenn ich jetzt hier statt... Heiligenring, Wenn ich hier... Den Eisgar und den Eisra... Bringt auch nichts. Folger und Folger... Keine Ahnung. Alle Eisschäden. Ich meine, so bleiben wir auf dem gleichen Level. So wie wir jetzt sind. Also er. Bei ihm gucke ich nochmal eben Flammenwall. Angriff 26. Kämpferkette. Wie wäre das bei mir? Kann ich bei mir noch irgendwas? Nee, die nimmt mir... Ich glaube, mir nehmen die meisten Items zu viel von meinen LP. Das ist halt das Blöde. Okay, nice. Angriffs 28. Das würde mir jeweils... Feuerring. AP ein weniger, Angriff ein weniger, Abwehr 2 mehr. Ja, das ist halt jetzt immer so eine... Ich glaube, dem Donald gebe ich tatsächlich mal den... Diese Kämpferkette. Oh, nee, warte mal, LP. Flammenwall. Genau, dem gebe ich mal die Kämpferkette. Mal gucken, ob da vielleicht noch irgendwas... Nee, das wird alles nur die LPs entnehmen. Ich muss bei mir nochmal eben schauen. Abwärts... Man könnte das mal ausprobieren, aber... Ich glaube, meine Abwehr ist ja an sich nicht so schlecht... Hier wird auch jeweils Abwehr ein weniger und Angriff ein weniger. Das will ich eigentlich nicht. Okay, wir lassen das erstmal so. Was haben wir denn noch in der Truhe, was vielleicht einem von uns noch irgendwie... Was haben wir denn gerade eigentlich noch so gefunden? Cyanidstein. Ah, der ist aber auch nicht wirklich... Mithril. Orihalkon. Ja, das ist auf jeden Fall etwas... Aber sonst haben wir nichts mehr, ne? Was wir irgendwie nehmen können. Abilitamin. Maximum AP steigen um einen. Genau. Was war, wie waren wir da jetzt aus... Maximum AP 14, 13, 19. Dann kriegt Donald auf jeden Fall ein... Ja, ich gebe den beiden die... Ich meine, im Endeffekt... So. Und den kriegt der Goofy. So. Ich würde jetzt eigentlich ehrlich gerne nochmal schnell zum Dings zurück. Oh, warte mal, ich muss mal uns auch ausrüsten. Guck mal hier, Goofy. Nee, nicht benutzen, rausholen. Nee, push mir sogar welche gefunden. Ich gebe dem auch noch mal das hier. Donald kriegt auf jeden Fall Ether. Der kriegt auch High Potion. Bei mir ist ja alles soweit noch in Ordnung. Ja, genau, dann können wir da nämlich auch die Folge beenden, denke ich gerade. Dann machen wir halt in der nächsten Folge im Anschluss erst eben die Geschichte mit... Hä, was hat er ihm jetzt gegeben? Müssen wir hier gerade nochmal schnell kämpfen. Ich meine, jede...
Punkte, alle Punkte sind ja irgendwie von Vorteil für uns. Wo kamen wir denn her? Jetzt müssen wir doch mal eben hier zurück. Ach, das ist da draußen der... Ich glaube, die Müllabfuhr oder so. Ich habe gerade gedacht, was ist da draußen denn los? Voll das Spektakel. Genau, hier müssen wir wieder zurück. So, wer will aufs Maul? So, 15. Ja, sehr gut. So, einfach mal zurück hier. So, und hier sind wir jetzt, glaube ich, da, wo wir dann direkt bei der Muschel sind dann, ne? Oder wo wir dann dahin können. Warte mal, das müsste hier sein. Ja, genau. Es führen ja mehrere Wege dahin. Uah, was ist das denn? Ach du liebe Zeit. Ich habe eben nur das Maul gesehen. Boah, das ist ja richtig gemein, der Typ. Halleluja. Was macht der Goofy denn? Das war ja witzig. Aha. Ich meine, an sich ist er ja praktisch, weil er uns immer mal wieder so 100 Punkte... Ach, hier ist noch eine Truhe. Mega Potion. Und da liegt auch noch was. High Potion. Der lässt uns halt zum einen ganz gute Items da und zum anderen bringt er uns halt auch noch mal immer 100 Punkte Erfahrung. Guck mal, 279, 927, 689. Ja. Ich denke mal, im Laufe der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich dann schon irgendwie weiterkommen. So, aber dann passt das hier ja perfekt. Dann ist die Folge auch nicht ganz so überlang und ich kann sie hier vernünftig beenden. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielleicht mache ich das dann so, dass ich beim nächsten Mal direkt da starte, wo wir jetzt zuletzt waren, da beim Palast. Damit es für euch nicht so langweilig ist. Aber ich denke, ich mache einfach hier direkt gleich im Anschluss weiter. Und ja, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.